dann war so Facebook im Kommen und ich poste dieses Foto und alle so, boah, krass, 111 Likes. Ich so, was geht ab, Digga? Viral gegangen. Bist du ready? Ich bin gespannt, was du da rausgekramt hast. Ich bin gespannt, wann der Moment kommt, wo wir so alt sind, dass wir auf dieses Video hier reagieren. Ja. Wir schauen uns heute mal wieder peinliche Fotos von damals an. Wir haben ja auch schon so oft dieses Format gemacht. Mittlerweile ist es richtig schwierig, überhaupt noch Fotos zu finden. Mhm. Deswegen kam jetzt von allen Ecken Annika, meine Managerin hat was geschickt. Vince hat sogar ein Foto reingeleistet. Okay, krass. Du hast mal ein paar Fotos geschickt. Ja, stimmt, letztens. Ich habe selber gar keine Fotos mehr. Ich sehe so ein kleines Bild gerade und ich sehe schon wieder drei Bilder, die in meinem Kopf sind, die das sein können. Die Nummer 3 kenne ich aber auch, was? Müsst ihr euch vorstellen, so klein sind die gerade, die Bilder. Fangen wir an mit 1. Okay. Ja. Geil. Hier, geil. The Rock getroffen. Boah, wie lange ist das her? Erstmal ein bisschen rekonstruieren. Ich habe noch mal eine dickere Nase gehabt, das heißt 2017, 2016. Ja, irgendwie sowas. Berlin, Adlon Hotel. Das ist 5-Sterne-Hotel. Genau, ne? Genau. Aber wir durften nicht da pennen, wir durften da nur ganz kurz rein, um zu drehen. Nein, wir haben da drin geschlafen. Haben wir? Ja, wie ja. War's? Altluxuriös, das beschreibt es ganz gut. So richtig so dicker Teppich im Zimmer, so alte Möbel, aber überall elektrische Fernbedienung. Das ist das Hotel, wo Michael Jackson das Kind rausgehalten hat. Ey, ja. Boah, krass, da haben wir gepennt. Ja. Doch weißt du, was da eigentlich abging? Wir haben für The Rock und Kevin Hart ja einen Rap geschrieben. Stimmt. Das Management von denen meinte so, die haben voll Bock, diesen Rap zu machen mit uns. Wir so, geil, haben Sachen fertig geschrieben. Jay Samuels hat uns sogar noch geholfen, damit wir auf Englisch rappen können. Ja. Und dann, kurz vorm Dreh, als wir im Hotel waren, meinten die rappen nicht. Und wir so, okay, und jetzt? Boah, wir mussten dann in so einer Minute ein neues Ding schreiben, so, was irgendwie passt in diesen Rap-Song, den wir gemacht haben. Alter Schwede. Aber es war so gut. Die waren so professionell. Mhm. Das war so die Szene, das war der Joke und die haben es einfach durchgespielt, ganz natürlich. Das war ja dieses Schere-Schein-Papier-Ding mit The Rock. Cool. Ich weiß sogar noch, Kollege war ja auch da, ne? Stimmt. Mit dem waren wir am Abend vorher Shisha rauchen. Ja. Du hast ja unsere Netflix-Serie nie geschaut, so. Hey, natürlich. Hast du? Natürlich. Die Szene in der Shisha-Bar. Ja, die war ja inspiriert von der Situation mit Kollege damals. Ah, krass. Ich habe selber Kollege mega krass gefeiert. Deswegen, wir haben auch so viel Rap gemacht. Immer wie macht er das so? Wie schreibt er so Raps? Und so voll krass. Der ist ein lyrisches Genie. Und dann saßen wir halt so. Und bei mir war so der breiteste in dem Team, war halt Vince. Und neben Vince war halt ein Kollege der war 7-mal so breit wie Vince. Der so. War gigantisch breit. Und er hat so sein Handy rausgeholt. Und dann hat er irgendwas Lustiges auf dem Handy sich angeschaut. Und der war so lustig, weil er so breit war. Das Handy so klein aussah. So, guck mal. Die waren aber alle so Big Gang, aber so witzige Dudes unter sich. So. Es war sehr, sehr friedlich, die Stimmung. Voll. Ich glaube, wir haben, glaube ich, libanesisch gegessen. Das war so ein riesiger, langer Tisch. Ja. Alle gegessen, dann wurden die Shishas dahin gebracht. Ja. So. Und dann kam ein Kollege und meinte so, ja, ich kenne euch, ihr macht geilen Scheiß. YouTube und so, da habe ich auch schon Erfahrungen drin. Aber der hat sogar gesagt, so, ich habe so Respekt von den YouTubern auch. Ja, so. genau. Er hat Respekt gezeigt. Ja, legendäres Bild. Legendäres Bild auf jeden Fall. Komplett. Krass. Voll krass, wie es sich alles entwickelt hat, ne? John Jupp. Keine Ahnung, wo der jetzt gerade ist. John Jupp auch erstmal weg. Die beiden sind jetzt auch hier Lombok. Stimmt, die wohnen nicht mehr hier. Haben ein Kind. Und Vince hat 2 Kinder einfach. Vince sieht immer noch gleich aus. Vince sieht genau aus wie vorher. Ja. So einfach, ne? Das war so zu viel mit Julian Bam gearbeitet. Wir haben uns gefühlt, wir haben uns richtig gefühlt. Wir haben uns auch von Mikey die Haare machen lassen. Du hast, glaube ich, grün, ich hatte, glaube ich, so Silber. Link-grün. Die Sache ist, man darf nie vergessen, das war in der Vergangenheit. In der Vergangenheit, ne, gab es verschiedene Phasen und zu der Zeit war das cool. Ich finde, wir waren so fresh. Alter, ganz ehrlich, wir müssen diese Fotos mal nachstellen. Weiß ich nicht. Die Zeit ist vorbei mit Haare färben. Ja. Ich wollte immer Haare färben, aber ich habe keine Haare mehr. Ich hab gesagt, ich mach's einmal. Einfach nur, damit ich immer sagen kann, ich hab's ausprobiert. Das hat meine Haare so kaputt gemacht. Das war mir zu viel Kopfschmerzen mit Nachfärben und das. Das ist einmal Haare färben und du hast dir eine Baustelle ins Leben geholt, die du vorher nicht hattest. Die brauchte ich einfach nicht. Ja, die Zeit. Das gehört zu meinen Lieblingsbildern von mir in meinem Leben. Das war der ambitionierte Rob.
Ey, das spiegelt so krass das wieder, was wir damals hatten. Das ist einfach, wenn du selbstständig bist und anfängst und richtig ernst meinst. Wer das nicht durcherlebt hat, der hat YouTube noch nicht so richtig kennengelernt. Guck mal, hier dieses Faxgerät, was wir niemals zum Faxen gebraucht haben wahrscheinlich so. Ist ein Drucker. Ja. Ich weiß nicht, wie ein Drucker aussieht. Hier einfach dieses billigste Wasser einfach hier. Heutzutage, ne, würde ich nie im Leben auf die Idee kommen, auf einem Stuhl zu schlafen. Das sieht ja nur so aus, als wäre ich eingeschlafen. Ich habe so die Nacht durchgeschlafen. Ja, ja. Du hast die Woche so durchgeschlafen teilweise. Auf jeden Fall ein paar Mal schon mal passiert. Irgendwann bin ich nachts aufgewacht, habe mir noch was für die Füße geholt, damit ich die auch ausstrecken konnte. So ein Hocker, so ein roter war mal dort, glaube ich. Das geht nicht, das kannst du eine Zeit lang machen. Aber das ist nicht gesund. Geil. Boah, dieses Foto habe ich dir geschickt. Ich habe Totlacher gehabt einfach. Das ist einer, wenn nicht sogar mit einer der ersten Bilder, die wir zusammen je gemacht haben. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Raum, da ist das Raumschiff von Ehrenmann of the Galaxy. Da ist es also bei meinem Vater, ja, da wo ich auch groß geworden bin, da haben wir dann dieses Ehrenmann of the Galaxy, diese Brücke da gebaut. Und das war mal ein kleines Bürochen für uns so. Witziger Fun Fact, ich sehe da so aus, weil ich danach zu meinem Nebenjob gegangen bin. Bin in einem Krankenhaus. Ich habe auch noch mein Kärtchen. Ich habe an der Rezeption gearbeitet. Ah! Ja, Luisenhospital. Wo ich Zivi gemacht habe. Stimmt! Ja, ja. Hast du in der Küche gearbeitet? Nee. Also ich habe dort Karrierelaufbahn durchgespielt, aber ich habe dort einfach als Nebenjob angefangen und der letzte Nebenjob, den ich dort hatte, war an der Rezeption und den habe ich während des Studiums, da habe ich nämlich schon studiert, und während ich dann mit dir dort zusammen an ein paar Projekten gearbeitet und an Lotus Crew gearbeitet habe, einfach alles gleichzeitig gemacht. Krass. Hier habe ich Schneiden drin gelernt. Und wir hatten auch alle dieselbe Frisur gefühlt, wa? Diese prägende Zeit und die wichtigste Zeit für mich. Da fing alles wirklich an. Genau das habe ich gesehen. Das hast du gesehen? Das hast du geschickt sogar? Ja. Das habe ich irgendwie ausgedruckt gehabt, bei einem Fantreffen bekommen. Ich habe das Foto selber nicht mehr und habe es dann letztens bei meinen Eltern gefunden, als ich so nach Bildern geguckt habe. Und meine Eltern besitzen dieses Bild von uns einfach. Echt? Und das habe ich mit dem Handy abfotografiert. Einen random Tag in Köln, da sind wir rumgelaufen und haben einfach Blödsinn gemacht. Ja, das sieht aus wie so ein Ausnüchtertag. So auf den, ne? Nach einem Tag mit Feiern, ein bisschen unterwegs, irgendwo am Rhein sich dahingestellt, auch witzig das Bild gemacht. Boah, da sieht man auch so, wie wenig Haare ich an meinem Bein habe. Sieht, wie viele Haare ich an dem Bein habe. Ja. Ich wurde damals voll ausgelacht in meiner Schule, weil ich keine Haare an dem Bein habe. Voll krass. Ja. Ich würde mir wünschen, ich hätte keine Haare am Körper. Gar keine. Wer braucht Haare? Ich verstehe das Konzept eh nicht. Also auf dem Kopf finde ich okay. Ja, aber die sehen auch gut aus, aber sonst überall, ich könnte auf jedes Haar verzichten an meinem Körper. Ja, schon, ja. Weil das ist nur Arbeit. Aber was für Arbeit? Du kämmst die doch deine Haare nicht. Ja, aber so Achselhaare rasieren, Schambereich rasieren. Ja. Ich muss Arschloch rasieren. Boah, Digga. Alter. Mein 19. Geburtstag. Ist es so? Ja. Du siehst auch einfach aus wie 19. Ich sehe aus wie 19. 9 Jahre ist das Bild her. Weißt du, wer das links ist? Wie wohl Calvin? Ja. Weißt du, wo der arbeitet? Nee. Bei mir? Nein. Doch. Echt? Ja. Wie? Der ist bei mir im Team jetzt. Ach krass. Ja. Der macht seine eigene Modemarke. Genau, ja. Der hilft jetzt auch bei Eternal God. Ah, cool. Voll cool. Der ist genau wie damals. Aber wir sind alle ein bisschen so wie damals. Ich höre. Ha? Mit Calvin hatte ich so eine geile Zeit. Ja. Oder mit Rebels Crew generell. Ich war mit denen so viel unterwegs. Wilde Zeit. Ja, aber ihr wart ja auch so ein bisschen die jüngere B-Boy-Generation. Genau. Ich war so ein bisschen so mit den Älteren. Ja. Du warst eine andere Generation. Ja. Wild auf jeden Fall. Voll. Dieser Style mit Jeans und das so. Das ist ein anderer Style. Ja. Diese Händen haben wir so richtig gefühlt. Ja, ne? Boah, Alter. Ich hab mir dann auch eins gekauft. Ja. Ganz cool. Big Trouble in a Little Bistro. Ja. Ja, Mann. Kim kenne ich immer noch. Weißt du, wo der gerade ist? Mm-mm. In Korea. Ach ja, doch. Ich habe in der Story gesehen. Der hat euch einen Brief geschickt. Ist insgesamt ein Jahr in Korea. Okay. Lebt einfach nur sein Leben gerade. Okay. Einfach so. Ja, genau. Kim ist ja auch ein Mensch, der braucht ja nicht viel. Ne? Ja. Der ist ja so glücklich mit allem einfach. Der ist ja auch so Buddha-Naturmäßig, liebt K-Pop über alles. K-Drama. Der hat so früh Koreanisch gelernt. Und wir alle so, Digga, was machst du? Warum lernst du Koreanisch? Lern doch was anderes. Lern doch irgendwie so irgendwas anderes. Mach doch Breakdance oder so. Der so, nein. Okay. Und bis heute ist er immer noch in diesem Korean-Bahn drin. So. Also, was heißt Bahn? Das ist ja geil. Aber ist doch schön. Und Bau, wie er mit unseren Potschnitten war die ganze Zeit. Baut aber auch einen wilden Kopf hier. Ne? So richtiger Feuerball hat er hier. Oh. Abschiedsparty von der ersten Wohnung. Ja, da, wo Rob eben gerade gepennt hat, da haben wir uns auch irgendwann natürlich verabschieden müssen, weil es dann Richtung Aachen ging. Das ist aber das Endfoto, ne? Nächster Tag,
nachdem dieses bedrohliche Schild deiner Nachbarn aufgehangen wurde. Oh ja, Alter. Na, YouTube-Star, gut gefeiert, der ganze Flur ist dreckig, räum das sofort auf, irgendwie voll, sowas. Voll. Aber das war ein cooler Abend, da haben wir Bierpong gespielt, da sind legendäre Aufnahmen entstanden. Voll, das war eine krasse Party auf jeden Fall. Da waren so viele YouTuber auch da, das war eine richtige YouTube-Party. Das gute alte Wohnzimmer mit dem Fenster. Da ist alles gemacht worden, da haben so viele Menschen schon drin gepennt, da wurden so viele Videos geschnitten, da wurde gekocht, da wurde Party gemacht. Jeden Tag war in diesem Raum irgendeine unglaublich kranke Action einfach. Also wir haben so viel an diesem Geländer geraucht. Mr. X. Und ich, wir haben so oft unten gesehen, was da für Schlägereien waren. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Natürlich. Legende sagen, es sieht halt immer noch so aus. Habe ich aber auch gehört. Das Bild kenne ich nicht. Boah, ist das denn für eine Tokyo Hotel Frisur? Aber was ist das für ein Kuchen? Bam. Ich erinnere mich null daran, dass ich diesen Kuchen, also dass ich überhaupt mal so in einen Kuchen reingebissen habe. Okay, das ist auch vor der Abschiedsparty. Ach so, das ist ein Abschiedsparty. Sieht man am Konfetti, ja. Der Kühlschrank ist aber auch legendär, was da drin ist, einfach gar nichts. Das war die Küche, by the way. So klein war die Küche. Ja, die war richtig klein. Da haben wir eher mehr Trickshots gemacht, als drin gekocht. Boah, ja, stimmt, ist echt so. Also ich habe ja mit Vince und John gewohnt zusammen in dieser kleinen Bütchen, in dieser Bude da. Und Vince hat immer dasselbe gekocht. Es war aber lecker, aber es war halt Reis mit Zucchini. Ja, genau. Genau. Aber es war auch das Einzige, was Vince konnte. Aber wir haben es nie gesagt. So, ist cool, lecker, danke. Weil gratis Essen so. Und dann kamst du irgendwann dazu und dann wurde... Ich hab ein bisschen mehr drin gemacht, ja. Boah, ja, du hast auf jeden Fall einiges gemacht. Ah, da ist da es. Da ist das legendäre Zettel. Also nach der Abschiedsparty hing das am nächsten Tag dort. Hey, YouTube-Star. Boah. Viel Spaß beim Putzen des Treppenhauses. Deine echt genervten Nachbarn. Das ist so eine, einfach eine Ansage. Richtig Ansage. Ja, ich verstehe, dass man pissig ist, aber gleichzeitig denke ich mir so, das ist das eine Mal, dass etwas dreckig ist, das machst du am nächsten Tag sauber. Naja, wenn die schreiben, deine echt genervten Nachbarn, dann ist die Wut da schon so über die Jahre gekocht so bei denen. Ich finde, wir haben es noch halbwegs okay gemacht. Naja, also, wir haben um 3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens manchmal so laut noch gerappt. Aber die war auch gut isoliert. Ja, haben wir immer gesagt. Im Sommer waren trotzdem die Fenster halt offen. Ey, das Krasse war immer, in diesem Flur hat so krass nach Pizza gerochen. Weil diese Lüftungsanlage von der Pizzeria nebenan. Voll, ja. Das war schon geil, Alter. Lecker. Boah, das sieht nach dem Breakdance-Photography Julian Bam aus. Boah, ja, Alter. Richtig nackt noch, so Arme, keine Tattoos. Ich behaupte einfach mal, das war sogar das erste Mal, wo ich Vince kennengelernt habe in Bonn oder /Trier, wo ich das erste Mal B-Boy Astro kennengelernt habe, da als Fotograf natürlich unterwegs war, zusammen mit Bau. Und das war irgendein Event, wo irgendein 0815-Manager zu mir kam und meinte, kannst du mal Werbung machen für mein Event? Dann halte ich den Flyer hoch und mache so, So, aber ich glaube, das war der Tag, wo ich Vince kennengelernt habe. Krass. Geiles Foto, Alter. Ja, aber es ist cool. Es ist immer noch so ein filmisches Foto. Du hast mich gefragt, so, ey, hast du Lust? Ich so, klar. Das war im Luisenhospital, wo wir beide gearbeitet haben. Stimmt. Wo wir uns reingesneakt haben, aufgrund dessen, dass wir einen Chirurgen da konnten. Ja. Weißt du deinen Namen noch? Ach, der war auch Doktor geworden, als ich an der Rezeption, ich kannte seine Durchwahl auch. Der war so ein lieber Kerl, ich habe seinen Namen vergessen. Turn. Ach, ja. Weißt du, wer mit Turn befreundet ist? Wer? MyLab. Echt? Kennst du MyLab? Ja, klar. MyLab hat ja auch in Aachen studiert, glaube ich. Ah. Und die kennen sich. Der war auch so der Arzt für die Tänzer, wenn man so dann so, oder der kam so an die Rezeption und ich so, hey, Turan, Schulter tut weh, der so, komm gleich bei mir vorbei. Und dann hat er diese Bändeklebertechnik gemacht. Der war super. Der war so, ich mochte ihn so sehr. Das war auch gefühlt eine Zeit lang so voll wie so ein, auch ein großer Bruder für mich. Dann hat er sich diesen Umhang umgezogen so und dann war er dann, sagt er immer, so, jetzt bin ich der Flying Dog. Weil er selber auch Saltos konnte, so, voll cool. Das ist relativ spontan entstanden. Genau, ja. Bild. Also, by the way, falls du nicht wisst, das ist Rob. Der so levitated so. Geil, wenn so deine Freunde sagen, ich habe eine Idee für so ein Foto, hast du Bock? Und dann musst du so eine Scheiße machen. Ich fand's so cool. Guck mal, davor ist das coolste Foto, was mit mir gemacht wurde, irgendein Familienfoto, wo ich vielleicht eine Krawatte trage, weißt du? Dann machst du dieses Foto von mir und das war genau diese Zeit, so 2010 oder 11, ich weiß es nicht mehr. Dann war so Facebook im Kommen und ich poste dieses Foto und alle so, boah, krass, 111 Likes. Ich so, was geht ab, Digga? Viral gegangen. So hat sich's angefühlt. Boah.
Junge. Alter, das ist ein schlimmes Foto von mir. Das willst du reinnehmen? Weiß gar nicht, ja. Das kommt jetzt out of nowhere. Ja, ich kann da nichts zu sagen. Boah, weißt du, was da war? Da hatte ich eine heftige Schlägerei gehabt. Kein Spaß hatte ich nicht. Ich hatte ja eine Nasenoperation gehabt, so. Und dann sieht man halt so aus. Klar, krass. Klar. Aber das Krasse, ich hatte ja nicht mal krass Augenringe. Bei mir wurde ja nichts gebrochen. Bei mir wurde ja irgendwie abgeschabt. Mhm. Klingt voll pervers irgendwie so. Ja, aber macht Sinn, macht Sinn. Und dann hier und dann Nasenscheidenwand begradigt, dass ich besser atmen kann. Das Krasse war, es hat so gut geheilt. Nach 2 Tagen hatte ich direkt schon ein Shooting gehabt für Fanta, wo ich Breakdance gemacht habe. Krass. Und er meint so, mach besten eine Woche nicht Sport. Ja, ich habe ja im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe das ja gesehen, wenn Leute an der Nase operiert wurden. Mhm. Die haben so schwarze Ringe und das 2 Wochen. Voll, voll krass. Bei mir war nichts, aber ich glaube nur, wenn man die Nase bricht. Ja, wahrscheinlich, so, ne? Wahrscheinlich. Aber krass, ja. Ja, wild. Ja, kann immer noch nicht atmen, ne? Ich glaube, das war es auch mit den letzten Fotos. Es gibt noch ein paar Fotos, aber die können wir auf YouTube nicht zeigen, tatsächlich. Die sind dann halt meistens nackt. Ja, in Singapur sind auf jeden Fall Dinge passiert, die auch in Singapur bleiben sollten. Okay, liebe Freunde, das war's. Und Rob findet ihr nicht mehr da, wo ihr ihn sonst, also von, ja, sagen wir mal, der Örtlichkeit, von der ich ihn kennt. Rob findet ihr nicht mehr, nur noch da, wo ihr von, hey, ich kann gar kein Deutsch mehr. Ich habe einen Zweitkanal. Du musst es specialiger sagen. Zweitkanal klingt so wie, du hattest nicht schon einen Zweitkanal, siehst du. Aber es gibt einen neuen Kanal und auf den freue ich mich als Zuschauer. Ja, der wird cool. Der wird krass, ja. Der ist ganz der viel Liebe drin. Der wird sehr nostalgisch auf jeden Fall. Denn da geht es nur noch um Schwänze. Mach's gut, Freunde.